Dieser Wäscheklammertrick erobert gerade das ganze Internet. Warum auch du überall in deiner Wohnung Wäscheklammern aufhängen solltest, zeige ich dir in diesem kurzen Video. Doch vorher müssen wir noch etwas mit den Wäscheklammern machen. Hier gibt es vier verschiedene Möglichkeiten. Die Möglichkeit Nummer 1 ist herkömmliches Deo oder auch Parfüm. Du kannst etwas davon auf die Wäscheklammer sprühen. Eine weitere Möglichkeit wäre ein ätherisches Öl deiner Wahl. Gib hiervon ein paar Tropfen von dem Öl auf die Wäscheklammer, dreh sie ein wenig hin und her und warte, bis es eingezogen ist. Das gleiche kannst du auch mit Babyöl machen. Denn Babyöl eignet sich auch wunderbar für diese Methode. Wichtig ist hierbei übrigens, dass die Wäscheklammer aus Holz ist, damit die ganzen Sachen, die wir hier benutzen, auch wirklich in das Holz einziehen können. Und die vierte Möglichkeit sind solche Wäscheperlen. Doch diese müssen wir vorher noch etwas vorbereiten. Gib eine kleine Menge davon in eine Tüte oder eine Schale. Die Schale sollte allerdings so groß sein, dass die Wäscheklammern hier mit hineinpassen. Gib jetzt die Wäscheperlen da rein und dazu dann noch heißes Wasser. Jetzt wartest du einige Zeit lang, bis die Wäscheperlen sich langsam immer mehr auflösen. Und dann nehmen wir auch schon ein paar Wäscheklammern und legen sie hier hinein. Denn hier kannst du direkt mehrere Wäscheklammern vorbereiten. Lege sie in diese Mischung und lass sie jetzt für ungefähr eine Stunde hier drin, bis sie sich richtig schön vollgesaugt haben. Und dann kannst du sie auch schon in deiner Wohnung verteilen. Egal wo, du kannst überall diese Wäscheklammern hinklemmen. Zum Beispiel an der Heizung, an Blumentöpfe. Irgendwo anders kannst du sie auch einfach hinlegen. Du kannst auch deine Wäsche damit aufhängen. Oder zum Beispiel am Duschvorhang eignen sie sich auch wunderbar. So wie auch an der Dusche selber. Denn dadurch, dass wir die Wäscheklammern vorbereitet haben, geben sie jetzt einen richtig schönen, angenehmen, frischen Duft ab. Und so kannst du in deiner ganzen Wohnung für frischen Geruch sorgen und das alles nur mit ein paar Wäscheklammern. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, warum du unbedingt Reis in deinen Kleiderschrank stellen solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.